Ja, siehst du, und da siehst du mal, wie das im Laufe der Jahre sich verändert, sowas. Die liegt nicht bei mir auf der Couch. Ja. Ich kann mich hier mit so einer, wie heißt das, virtuellen Freundin unterhalten oder ominöse Figur, Märchenfigur, die ich mir erfinde, die ich mir hier in den Gedanken auf die Couch lege, mit der ich auch knutsche. Imaginär, eine imaginäre Freundin. Genau, so was sollte ich mir zulegen. Weil Gitti, die will für sich sein, da geht es nicht so gut und ja. Ich höre ein bisschen Musik und ja. Also Siegfriedchen, wir müssen es ja auch nicht immer so lange machen. Ich wünsche euch beiden einen wunderschönen Abend und eine schöne Nacht. Ja. Macht's euch kuschelig und ich drücke dir wirklich die Daumen, dass das was wird, Siegfried. Wirklich.